Hallo? Hast du mit Herrn Merte? Herr Merte, ja. Schön, Sie zu erreichen. Mein Name. Ich melde aus dem Unternehmen Kraken. Herr Merte, Sie hatten schon mal bei uns Interesse an Online-Handeln gezeigt, Online-Trading. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder zwei verschiedene Betrüger mitgebracht, die, naja, wie immer eigentlich die gleiche Scheiße abziehen und unser Geld eigentlich nur berauben wollen. Naja, man kennt's nicht anders von den Trading-Abzockern. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Können Sie sich daran erinnern? Nö. Nee. In diesem Bereich hatten Sie schon Erfahrung oder sind Sie ganz neu? Naja, wenn Sie sagen, ich habe mich vor einer Weile schon mal irgendwie dafür interessiert, dann werde ich aber nicht ganz neu sein, oder? Ergibt ja die Frage gar keinen Sinn. Okay, also Sie hatten Interesse gezeigt. Was ist denn, hatten Sie früher gearbeitet mit jemandem? Seit mit uns noch nicht. Ja, aber auch die Frage ergibt keinen Sinn. Wenn ich mit jemandem anders schon zusammenarbeiten würde, dann brauche ich doch nicht noch jemanden. Okay, Sie hatten also in die Maus die Daten verlassen. Ich weiß es nicht, wie war denn Ihre Erfahrung? Kann ich das nicht wissen? Ja, jetzt ist das Mikrofon aus. Herr Merte? Ja. Also, nach unserem Unternehmen Kraken, hatten Sie mal gehört? Wissen Sie über uns? Nee. Nein. Also, unsere Firma beschäftigt sich mit Online-Handeln. Wir handeln mit alles, was in der Börse betrifft, über Bitcoin, Forex, Aktien, Rohstoffe und so weiter. Und Herr Merte, bei uns zum Starten, es dauert nicht viel Geld, nicht viel Zeit haben. Also 250 € als Mindestbetrag zum Starten. Und für Neukunden haben wir ein Angebot freigeschaltet. Wir unterstützen Ihnen mit 100% als Bonus. Das heißt, wir helfen Ihnen ein bisschen mehr Gewinne zu machen in diesem Bereich. Und Herr Merte, wenn Sie unsere Kunden sind, wir freischalten für Sie einen spezialisierten Broker. Danach der Broker macht die ganzen Job für Sie, handelt für Sie, platziert für Sie, schließt für Sie. Also Sie müssen nur Zuschauer spielen und langsam lernen mit unserem Finanzexperten. 2 Wochen, also 14 Tage lang, bekommen Sie eine Testphase. Wo können Sie uns testen? Können Sie schauen, wie das läuft, wie das funktioniert, was gefällt Ihnen oder was gefällt Ihnen nicht. Am Ende, nach diesen 2 Wochen, entscheiden Sie selber, wollen Sie weitermachen mit uns und langfristig zusammenarbeiten? Oder wollen Sie das Konto schließen, Ihre Gelderzahlung lassen und den Gewinn auf, den Profit auf? Also Sie hatten diese Möglichkeit bei uns mit 100% als Bonus unterstützen, mit einem Finanzexperten und 2 Wochen die Testphase. Und mit dieser globalen Summe, wir garantieren Ihnen 10 bis 28% den Gewinn monatlich. Das heißt, 700 bis 900 Euro sind schon Garantie von unserer Seite jedes Monat zum Erwischen. Haben Sie verstanden? Nee, eigentlich nicht. Okay. Wie wollen wir das erklären? Damit können Sie besser verstanden. Ja, man versteht ja nichts. Ist ja nur Genuschel. Wie bitte? Ja, man versteht ja nichts. Ist ja nur Genuschel. Was verstehen Sie nicht? Ja, alles. Ist ja nur Genuschel da alles. Irgendwie hingemurmelt, aber so hat bis jetzt noch nichts Sinn ergeben. Okay, hatten Sie einen Computer in der Nähe? Kann ich Ihnen das erklären? Ja, wozu brauche ich denn einen Computer? Ich habe sie doch am Telefon. Aber damit können Sie das schauen. Ach Und so. vielleicht danach verstehen Sie. Ach so, und da wären wir dann auch schon gleich aggressiv zu Beginn des Gesprächs. Nur weil der Kunde nicht so richtig versteht, was die Tante von einem will. Ich meine, die nuschelt ja wirklich die ganze Zeit in ihr Telefon und alles, was sie da schon wieder so von sich gibt, ergibt von Anfang an bis Ende keinen Sinn. Hauptsache, sie hat irgendwas erzählt über ihre komische, unseriöse Firma und das Ganze soll dann irgendwie halbwegs Sinn ergeben, nur wenn man da halt mal genau hinhört. Das passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Das Ganze ist nichts anderes als nur unnötiges Blabla. Ja, wie heißt denn die Seite? Kraken. Ja, buchstabieren Sie mal. Wollen Sie Spaß? Nee, warum? Wenn ich Sie frage, ob ich die Adresse buchstabiert haben möchte, dann ist es ja wohl nichts mit Spaß. Hat ja damit nichts zu tun. Wenn Sie wollen Spaß, können wir was anderes machen. Ja, nur sagen Sie mir nochmal die Domain. Ja, Kraken. Ja, buchstabieren. Kamil, Ja. Richard, Anton, Kamil, Emily, Nordpol. Und dann? .com. Aha, so eine komische Seite. Komische Seite? So komisch. Ja. Für komische Leute, so wie Sie. Ach so, ja, dann bestätigen Sie mir ja gleich, dass Sie Betrüger sind. Ist ja nett, Okay, da brauche ich ja gar nicht weiter schauen nachfragen. Sie das. Okay. Sie müssen so links.
sagen, von unserem Unternehmen, weil wir hatten uns Mannwahl. Ja, aber ihr seid ja eine Betrugsfirma. Nein. Doch. Sie dürfen das nicht sagen. Doch, das darf ich sagen. In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit und ich denke, ihr seid Betrüger. Nein, das ist für alles, weil ihr hatten 11 Filialen in die ganzen Europa. Ich glaube trotzdem, ihr seid Betrüger. Was glauben Sie nicht? Ja. Schauen Sie mit Ihrem Auge. Mhm. Genau, ich sehe ja mit meinen Augen die schlechten Bewertungen. Okay. Wo denn? Ja, auf Google. Auf Google. Mhm. Okay. Ist da alles voll mit negativen Bewertungen. Wenn Sie schlechte Erfahrungen machen, Beispiel selber, wir hatten das nicht gemacht, also sie hatten selber gemacht, weil wir hatten viele Kunden, machen selber Erfahrungen und kennen sie nicht, Beispiel, wie das leider funktioniert. Mhm. Wie lange gibt's denn eure Firma schon? Können Sie alle sehen, wie lange? Ja, ich habe aber Sie jetzt gefragt, wie lange gibt's denn die Firma schon? Wie können Sie schauen? Ach, wissen Sie das nicht? Ja, in Google, alles können Sie schauen. Mhm. Genau, also wissen Sie nicht mal selbst, wie lange die Firma schon existiert? Okay, ich kann das nicht wissen. Mensch. Oder? Das ist sehr interessant. Also wissen, ja, ach so, Sie wollen das nicht sagen, ist ja interessant. Ich würde eher sagen, Sie wissen es selber nicht mal. Okay. Hatten Sie geschaut jetzt? Ja, ich habe die Daten hier, aber ich würde es ja gerne von Ihnen hören. Sie können das beweisen, schauen Sie mit Ihrem Auge, das ist besser. Ja, dann sagen Sie es mir doch. Dann kann ich es ja vergleichen, ob das stimmt, was Sie mir sagen. Können Sie das schauen? Hm. Mit Ihrem Auge ist besser. Hm. Besser von meiner Stimme, oder? Ja. Okay. Ist euer Büro in Reykjavik? Ja, in unserem Hauptsitzfiliale in Essa. Mhm. Weil das funktioniert ja in Bank auch. Ist ja interessant. Okay. Aus Reykjavik werde ich also angerufen. Ja, interessant. Okay, super. Mhm. Okay. Können Sie die Lizenznummer schicken? Machen Sie eine Lizenznummer? Können Sie das alles beweisen? Ja, warum steht denn die Lizenznummer nicht auf der Webseite? Ja, steht auch auf der Webseite. Weil wo denn? Können Sie das finden? Ja, wo ist denn die Lizenznummer auf der Webseite? Ich sehe sie nicht. Können Sie das recherchieren und schauen? Ja, dann sagen Sie mir doch, wo die Lizenznummer steht. Hm? Ja, steht auch die Lizenznummer. Können ja, wo sie denn? Sehen? Es steht keine auf der Webseite. Die Frage war, wo? Doch, steht. Ja, dann sag mir, wo. Ja, schauen Sie zum... Mhm. Also kannst du das selber nicht mal beantworten, die Fragen. Also da fällt der Betrug schon ziemlich doll ins Gewicht, finde ich. Okay, sagen Sie so. Wie fühlt man sich denn so als Kriminelle? Wie? Wie fühlt man sich denn so als Kriminelle? Welches Kriminelle? Ja, du, wie fühlt man sich denn da so? Sie sagen Kriminelle von uns. Ja, du bist kriminell. Sehr schwer zum Sagen. Mhm. Ihr habt nicht mal eine Lizenz, gar nichts habt ihr. Doch, alles hatten Sie schon. Nee. Nur? Jetzt geht dein Mikrofon wieder nicht. Krüger, Kriminelle und wegen das, ich will das nicht sagen. Schauen Sie mit Ihrem Auge. Ja, genau, weil du ein Betrüger bist, kannst du es nicht sagen. Weil aber ihr seid dazu gesetzlich verpflichtet, wenn ich nach so einer Information... Jetzt quatsch doch nicht immer dazwischen. Jetzt mach doch mal dein Gesicht zu, da kommt eh nur Scheiße raus. So, jetzt halt mal deinen Schnabel, ich hab dir eine Frage gestellt. Du bist Scheiße. Ja, genau, das sagt die Betrügerin, die Kakerlake da am Telefon. Ist dir das nicht peinlich, so ein Job? Wieso sind Sie so, weiß ich nicht. Tja. Ich mag nicht diese Leute so. Ziemlich traurig, dass man kriminell sein muss, um sein Geld zu verdienen. Okay, wir hatten also diesem Gespräch so. Genau. Wenn ihr jetzt Kopfhörer benutzt, solltet ihr den kleinen Stückchen aus euren Ohren rausnehmen. Oder den Ton runterdrehen. Oder wie auch immer. Okay, und Sie bekommen danach ein Anzeige von... Bist du bescheuert? Ja. Ja, dann zeig mich doch an, du kriminelle Kakerlake. Seit wann dürfen Insekten überhaupt zur Polizei rein? Da wirst du gleich mit Insektenspray vernichtet. Gerne, Sie gerne, aber sofort in die Polizei gehen. Ja, du bist lächerlich. Okay, ja, ich bin auch. Kleines Würmchen. Du kleine Maus. Haben Sie wohl zu Hause? Jo. Hatten Sie schon? Du solltest dir mal dein Gesicht auswaschen, da kommt nur Scheiße raus. Okay. Ja. Okay, Sie bekommen eine Anzeige. Ja, und du kannst mich mal am Arsch lecken. Weißt du, du betrügst die Leute, das ist ekelhaft, was du machst. Dein ganzer Job ist ekelhaft und widerwärtig. Und bleiben Sie gesund. Ja, ich hoffe, dass du das nicht bleibst. Tschüssi. Ja, bis später, Kakerlake. Ciao.
Ciao, Maus. Ja, Kakerlake. Ciao, Maus. Kakerlake. Du stinkst, Maus. Nee, ich war gerade duschen. Du alte Maus. Mhm. Ja, immerhin habe ich nicht so einen Lederlappen im Gesicht wie du. Ciao, ciao, Maus. Ja. Ganz schön armselig da in so einem Callcenter, ne? Miau, Maus. Oh Mann, bist du traurig. Tja. Letztendlich hat die Betrügerin ja hier wieder ihr wahres Gesicht gezeigt. Und in was für einer Firma sie hier eigentlich arbeitet. Denn, naja, ich weiß ja, was das hier zum Schluss eigentlich noch werden sollte, keine Ahnung. Aber eigentlich war es nichts anderes als peinlich. So rechtfertigt sich also eine angeblich seriöse Firma. Und genau solche Leute möchten von euch 250 Euro Minimum an Geld erbeuten. Naja, dass man da definitiv keinen Gewinn machen kann, sollte, glaube ich, allerspätestens hier jedem klar sein. Ich habe euch noch ein Video mitgebracht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so über die nette Tante hier in dem vergangenen Gespräch, so von der gehalten habt. Hallo, grüße Sie, Anna Siebert, mein Name, Unternehmen Süßbrettdeutsch. Es geht um Handel an der Börse mit Bitcoin. Sie interessieren sich dafür, stimmt das, ja? Was? Es geht um Handel an der Börse mit Bitcoin. Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Aha. Habe ich das, ja? Okay. Ja, okay. Ich bin Ihr Account-Managerin. Wir zusammen werden wir Ihr Account aktivieren. Sagen Sie mir bitte, werden Sie das am Tisch machen oder am Handy? Man versteht Sie fast überhaupt gar nicht. Okay, ich versuche dann lauter reden. Was für Geräte haben Sie zurzeit zur Verfügung? Ein PC, Laptop, Handy? Also ich würde eher vorschlagen, Sie machen die Musik da mal im Hintergrund aus, dann würde Ihr Mikrofon das auch nicht ständig abblocken, was Sie sagen. Ich kann das nicht machen. Aha. So. Und warum rufen Sie mich dann an, wenn Sie das nicht machen können? Weil gibt's kein Problem. Doch. Das einfach das Problem ist, dass ich Sie kaum verstehe. Okay, ich versuche Sie dann noch einmal anzurufen. Vielleicht hören Sie mich akustisch schlecht. Nee, das hat ja damit nichts zu tun. Das hat einfach was mit dem Krach da im Hintergrund zu tun, der absolut furchtbar ist. Aber wir arbeiten immer in solcher Weise. Das spielt keine Rolle. Naja, doch, für mich spielt es ja jetzt schon eine Rolle. Das glaube ich aber auch nicht, dass ich da der Einzige bin, der sich da über die Lautstärke im Hintergrund bei Ihnen beschwert, weil die ist ja wirklich extrem. Dann Sie müssen meine Stimme anhören, nicht Musik genau. Ja, aber wenn die Musik im Hintergrund lauter ist und der Krach da allgemein viel lauter ist als Ihre Stimme, wie soll ich denn Sie dann vernünftig verstehen? Ist ja fast gar nicht möglich. Nein, Musik ist nicht lauter als meine Stimme. Naja, das können Sie ja, glaube ich, gar nicht sagen, weil ich höre das ja und nicht Sie. Sie hören sich ja nicht selbst. Okay, Sie hören Musik, aber meine Stimme hören Sie auch, ja? Ja, aber schlecht. Sehr undeutlich. Aber gucken Sie, Sie beantworten alle Fragen. Ja, weil es nervig ist, man muss sich da konzentrieren. Es ist ja trotzdem furchtbar. Sehr gut, wenn Sie werden auf meine Stimme konzentriert. Das noch besser. Nee, da habe ich keine Lust, mich drauf zu konzentrieren, weil die Stimme ist absolut furchtbar und der Hintergrund ist mir einfach viel zu laut. Das ist einfach Aussage. Einzige, das können Sie mir sagen, dass die Musik im Hintergrund stört. Machen Sie weiter, oder? Nee, ich glaube nicht, solange da der Krach im Hintergrund ist. Aber Sie hören mich gut. Alle nee, ich höre Sie nicht gut. Das habe ich Ihnen ja jetzt mehrfach erklärt. Okay, Sekunde. Hallo, ja? Jetzt können wir schon ins Geschäft kommen. Du weißt ja nicht, welches Geschäft. Musik, ja? Ja, jetzt ist weg. Ach, ja, genau. Und Sie haben mir gesagt, dass nur Musik stört Sie. Mhm. Ja, jetzt stört Sie nichts. Naja, die Stimme ist halt noch furchtbar, ne? Das kriegen wir ja leider nicht geändert. Jetzt meine Stimme schon schlecht, ja? Naja, nicht schlecht, aber furchtbar. Das ist ja ein Unterschied. Dann werde ich in solcher Weise mit Ihnen reden. Was? Warum machen Sie das? Sie suchen einfach Aussage. Musik, bla bla bla, nein. Mhm. Und das finden Sie seriös? Soll ich bei Ihnen irgendwie Geld investieren oder so? Nö, ich glaube ja nicht. Ich sage, Sie suchen immer Aussage. Sind Sie seriös, Mensch? Nein. Naja, das kann ich von Ihnen auch nicht gerade behaupten. Gucken Sie mal, Sie spielen mit mir. Sie suchen Aussage. Nee, mit Ihnen will ich gar nicht spielen. Aber Sie machen das.
Ja, mache ich das. Sie Na ja, suchen wenn Sie immer so Aussage. empfinden, Das dann geht ist es nicht, ja das okay. geht nicht. Und wenn Sie bekommen das, was brauchen Sie, dann Sie suchen etwas anderes. Finden Sie so eine Diskussion irgendwie seriös? Ja, natürlich seriös. Ach so, okay. Na, dann haben wir da auf jeden Fall beide eine ganz andere Auffassungsgabe. Jetzt wollen Sie mir sagen, dass ich nicht seriös bin. Suchen, Wenn Sie gucken Sie das mal. da aus Zuerst meinen Worten muss ich raushören, Ihnen ja, das dann kann das schon sein, ja. machen. Gucken Sie mal. Zuerst sagen Sie mir Musik im Hintergrund, stört Sie. Ja. Jetzt hören Sie keine Musik. Ja. Jetzt, Sie wissen nicht mehr, was können Sie mir sagen, dann, ach, deine Stimme ist nicht seriös. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Stimme Doch. ist furchtbar. Okay, aber das ist meine Stimme. Was Ja. kann ich mit der Stimme machen? Ja, habe ich ja gesagt, das können wir ja leider nicht geändert. Natürlich. Und das ist Aussage. Einfach Sie suchen, was kann ich sagen, um weiterlässig zu machen. Ach so, okay. Sie sind ein unseriöser Mensch. Ja, damit kann ich leben. Vielen Dank für das Kompliment, das gebe ich gerne zurück. Ja, ich auch. Sie haben schon sehr viele gute Sachen an mich gesagt. Ja, weiß ich. Und ich akzeptiere das und gebe das Ihnen zurück auch. Na, gucke, dann sind wir ja einer Meinung. Natürlich. Und was machen wir weiter? Ja, weiß Muss ich ich nicht. etwas mit meiner Stimme machen oder was? Na, Sie können ja ein Was bisschen sagst tiefer reden, dann wäre es nicht so quietschig. du? Ich bin nicht kritisch. Nee, quietschig, nicht kritisch, quietschig. Okay, aber ich kann das nicht ändern. Naja, Sie Und könnten das ja ein ist mir bisschen ein tiefer bisschen. reden, dann kriegen wir das ja geändert. Sehen Sie, Sie spielen mit mir. Und Sie sagen etwas über Seriosität. Ja, kann man ja trotzdem. Das eine hat ja mit dem anderen nicht viel zu tun. Was machen Sie? Warum machen Sie das? Ja, die Frage ist, warum sind Sie eigentlich noch an der Leitung? Gerne, ich spreche mit solchen Kunden immer gerne. Ach so, sehr gut. Und warum haben Sie diese Anmeldung überhaupt gemacht? Ja, ich weiß ja nicht mal, welche Anmeldung. Ich habe sofort gesagt, Sie haben sich bei Unternehmen Swiss Strategy angemeldet. Ach so. Sie haben sofort eine E-Mail bekommen mit den Daten. So kann sein, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Da gucke ich ja nicht immer rein. Natürlich nicht immer rein. Vielleicht haben Sie jetzt eine Minute, um das zu prüfen? Ja, theoretisch schon, aber gerade keine Lust, weil ich schneide gerade Videos. Okay, dann gucken Sie mal. Sie haben Ihre Daten bei uns hintergelassen, diese Anmeldung gemacht und jetzt machen Sie mit mir Spaß ein. Wofür? Für YouTube. Und, dann schicken Sie an mich einen Link. Ich werde das gerne angucken. Ja, es dauert ja so 1, 2 Monate oder eher 2 Monate mittlerweile, bis das online kommt. Egal, ich gucke einfach andere Videos. Ich denke, dass ich bin nicht alleine. Na, Oder? Mensch. Also an der Intelligenz liegt es ja hier schon mal nicht. Das ist ja schon mal beeindruckend. Dann schicken Sie. Okay? Ja, vielleicht. Mal sehen. Warum vielleicht? Ja, das muss ich mir noch Ich werde überlegen. followen, dann auch verschiedene Likes stellen und Sie werden verdienen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, gute Idee. Dann schicken Sie an mich. Ja, gibt ja viele. Callcenter-Terrorist, Telefonziege, Callcenter-Fan, Callcenter-Scambaiting, Telefonveräppler. Sind Sie Terrorist? Was? Sind Sie Terrorist? Das Wort verstehe ich nicht. Sie haben mir gesagt, es gibt Terroristen am Telefon. Und ich frage sofort, sind Sie so einer? Ach so. Ja, ich gehöre dazu, ja. Und was machen Sie genau? Ja, Callcenter terrorisieren. Also, ich lasse mich anrufen und ja, verbrate deren Zeit ein bisschen. Okay, dann erzählen Sie mir noch etwas. Ja, also umso länger wir hier telefonieren, umso weniger Leute kannst du ja bescheißen. Okay, ich habe verstanden. Dann werde ich mein Zeit nicht verlieren. Nee? Ist aber schade, wenn du jetzt noch andere Leute bescheißen möchtest. Ja, scheiße. Aber ich verstehe, dass das für Sie schade wird. Deswegen mache ich das. Das gefällt mir. Ja, aber warum machen Sie denn so einen Job? Sie könnten doch irgendwas Vernünftiges machen, weil doof scheinen Sie ja nicht zu sein. Mein Job bringt mir Spaß. Ich genieße, was mache ich? Das gefällt mir echt. Ja, dann nehme Und ich ich das aber mit verstehe dem doof nicht, zurück. worum es geht. Ja, dann zweifle ich doch an der Intelligenz, weil das kann doch keinen Spaß machen, Leute zu, ja, um ihr Geld zu berauben. Sie haben solche Entscheidungen getroffen.
Vielleicht haben Sie schlechte Erfahrungen in diesem Bereich. Deswegen sagen Sie das. Nee, ich bewahre andere Menschen davor, schlechte Erfahrungen zu machen. Bewahren? Sind Sie ein Gambler, ja? Ein was? Gambler. Was ist denn das? Suchen Sie das. Ein Gambler? Schreibt man das so, wie man das spricht? Mhm. Da kommt bei mir Gambler GmbH. Das ist eine Firma. Okay, suchen Sie das. Wenn Sie denn sind, YouTuber, dann rufe ich Sie an. Ja, okay. Dann machen wir das so. Okay, ja. Suchen Sie bitte. Mhm. Und da war sie dann auch schon weg, die nette Tante. Naja, aber nettes Pläuschen haben wir hier mit ihr gehalten. Mich wundert es, dass sie überhaupt die ganze Zeit am Telefon geblieben ist. Vielleicht wollte sie wirklich ihre Zeit ein bisschen selbst vertrödeln oder keine Ahnung. Letztendlich hat ihr das ganze Gespräch nichts gebracht. Bewundernswert ist, dass sie auf jeden Fall die Musik, oder dafür gesorgt hat, dass die Musik im Hintergrund nicht mehr so extrem ist und man sie wenigstens ein kleines bisschen wieder verstehen kann. Tja, aber gebracht hat's ihr letztendlich auch nichts. Ihr seht jetzt hier noch ein paar nette Videos aus der Playlist. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort gerne mal reinschauen und euch die Zeit bis zum nächsten Video vertreiben. Wer möchte, lässt gerne noch einen Daumen nach oben da. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!